So, und jetzt weiter mit einer neuen Runde of Life. Wir sind wieder auf Grund of Life und ich habe jetzt gleich mal bestimmt das Thema wahrscheinlich. Ach fuck, ich habe auch nichts vergessen. Mist, ich hab mir gerade einen LC-Stick geholt und dachte mir dann so, also eigentlich dachte ich mir, ich hole mal schnell anfließen, hole ich noch schnell einen LC-Stick und dann habe ich das gerade vergessen. Genau. So, und zuerst kaufe ich noch kurz. Was sind das für Dinger? Was hier? Okay. War noch kurz Amplis, bevor wir anfangen. Und Amplis, genau. So, einmal. Und dann nochmal das andere Ding hier. Wo haben wir's? Die Dinger hier. Was? 100. Fuck. Haben wir keine Coins? Ah, come on. Ich kann es ganz kurz vom BP holen. Da haben wir noch welche zum Glück. Okay, wieder perfekt vorbereitet. Aber es macht nichts. Das ist okay. Ist mir gewohnt. So, Waggy. Einmal. Zum Glück hatte ich hier haufenweise Zeug noch. So. Dachte mir vorher schon so, naja gut, so eine Party, buff ich mich schon mal durch und so, dann kannst du direkt anfangen. Nope. Nicht mit der Vorbereitung. So, okay. Handera Camp. Okay, genau. Wir brauchen übrigens auf Crown of Life nicht unbedingt einen Leecher. Das heißt, wir können auch so leveln. Wir brauchen nicht unbedingt einen Leecher. Wir kriegen gleich viel XP. So. Das ist ziemlich nice. Und, ja. Genau. Ich hatte letztens mal ein Video gemacht. Also das vorletzte Video, glaube ich, war das. Wo ich ja mal so ein bisschen einen kontroverseres Thema angesprochen habe bezüglich unserer Gilde und was weiß ich allem. Und alles geht spät raus, okay. Ich meine, das Video, ich will nicht unbedingt sagen, dass es ja alles super geil formuliert war und so, denn das war es bestimmt nicht. Und vielleicht ein bisschen, es war nicht ganz klar, von was ich gerade eigentlich rede, beziehungsweise was eigentlich also meine Grundaussage war oder was die eigentlich gewesen sein sollte. Und naja, auf alle Fälle habe ich dann mit Tom gesprochen, beziehungsweise Tom hat dann mit mir gesprochen bezüglich dieses Videos und so und hat er dann eben quasi gesagt, ich soll halt eben den letzten Teil rausnehmen, habe dann vielleicht auch mal gemerkt, dass das Video nur 11 Minuten lang war und nicht mehr als 16 oder so. Was ich zum Teil verstehen kann, zum Teil auch nicht, aber darum sollte es nicht gehen eigentlich. Ich kann es auf alle Fälle zu einem Teil nachvollziehen, und ich habe es dann zumindest seinetwegen mal gekürzt und rausgenommen den Rest. Ich hätte es zwar vielleicht nicht unbedingt für irgendeinen anderen gemacht, aber ich meine, mit Tom oder beziehungsweise Dark, also Dark Chapelier, ich denke mal, die meisten kennen ihn. Kenne ich ihn doch schon ein bisschen länger und so und ich laufe übrigens im Kreis rum und statt ihm auf die Map zu schauen. So, wo haben wir hier? Die 147, genau, die will ich, glaube ich. Naja, auf alle Fälle, was er mir auch schon gesagt hat, war dann folgendes. Und zwar, ob ich mir dann generell eigentlich bewusst bin, wie was für eine Community habe, beziehungsweise wie groß meine Community eigentlich ist, beziehungsweise was für Auswirkungen das hat, wenn ich zum Beispiel ein Video über Person X hochlade und irgendwas hat drüber halt eben erzählt, dass ich, wenn ich halt irgendwie einfach ja, vielleicht auch mein Surfen mal schlecht mache oder was auch immer. Und ich muss sagen, auch wenn das jetzt ein bisschen ein Vergleich ist, der vielleicht auch ein bisschen hinkt, beziehungsweise so, ja, ich meine, trotzdem hockt ja hinter jedem PC dann trotzdem ein Typ, ein Spieler, ein Mensch, wie auch immer. Und deswegen, ich weiß nicht, ob der Vergleich wirklich so hundertprozentig drauf anwendbar ist, keine Ahnung. Und naja, auf alle Fälle habe ich mir auch mal Gedanken gemacht und so, hat er vielleicht einfach wirklich recht, mit dem, was er sagt. Denn ich muss sagen, irgendwie hat er recht. Also, wenn man jeden Tag Videos macht, wie es ich aktuell mache,
mit der Zeit, man verliert einfach echt so ein bisschen den, wie soll ich sagen, ich wollte gerade schon sagen, Realitätsbezug. Ja, nicht unbedingt dazu, aber man nimmt es nicht mehr unbedingt wahr. Man macht einfach jeden Tag Videos, man spricht einfach über die Sachen, wo man gerade sprechen will, was auch gut ist und was ich auch trotzdem weitermachen will, so logischerweise. Aber wenn man zum Beispiel über Person X spricht oder über Gilde X oder über Surfer X, dann vergisst man relativ schnell, was für Auswirkungen das Ganze dann wirklich auf den Surfer, auf dem Spiel, auf den Gilde und so weiter hat. Und wenn man zum Beispiel, so wie meine Position ist, wo man wirklich 200, 300, 400 Spieler hat, die halt quasi dann ein Video schauen, oder manchmal vielleicht sogar noch mehr, dann ist das einfach wirklich was, wo ich mir sagen muss, okay, da hat Tom wirklich recht, wo ich mir vielleicht nicht genug Gedanken drüber mache. Und manchmal sage ich vielleicht auch Sachen, wo ich mir dann später dann denke, okay, what the fuck, was habe ich da überhaupt geredet? Und vor allem früher war das so. Da habe ich über Sachen geredet, wo mir dachte, so, warum erzählst du das eigentlich und so? Das ist eigentlich mega privat oder keine Ahnung. Und na komm, hallo, Buff. Ah. Wenn sie mal direkt buffen würde. Das buggt aber so ein bisschen um. Wo ich mir früh gedacht habe, warum erzählst du es eigentlich, kannst nicht wirklich erzählen und so, nehme ich wieder raus, das Video. Habe ich früher öfter mal gemacht. Alter, die XP hier, krass, jetzt sind wir fast fertig. Fuck, Mann, jetzt muss ich ja noch einen Dungeon laufen, oder? Nein, das ist natürlich positiv, nur ich habe da kein Party. Oh, ich habe einen Partyplatz, okay. Ich habe keinen Partyplatz. Gibt es eine andere Party? Momentan ist es super schwierig, hier gerade echt eine Party zu finden. Generell auf Kronos ist es immer irgendwie sauschwer, eine Party zu finden. Müsste man irgendwie eine eigene Party machen und so, aber das Problem ist, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit und so. Also ich meine Zeit schon, aber ja, ich wollte gerade eigentlich noch alles hier vorher fertig machen, dann kann ich schon mal rendern und so weiter. Oder ich mache hier noch schnell 140, pausiere doch mal kurz die Aufnahme, gehe mal essen, renne vielleicht schon den ersten Teil, weil es auch keinen Sinn macht eigentlich. Und ziehen wir dann eine Party hoch und wir laufen in irgendeinen Dungeon durch oder so. Andererseits ist halt von der Zeit her auch schon ziemlich fortgeschritten, das heißt, ich weiß es nicht. Kein Plan gerade, ich weiß es gerade echt nicht. Keine Ahnung. Naja, das Video mal auf sei. Auf alle Fälle, übrigens ein paar Prozent mehr aus einfach mal halt mit Sterben und so, wie auch immer. Auf alle Fälle ist das echt ein Ding, wo ich mir vielleicht wirklich zu den Gedanken mache. Und es ist einfach so eine Gratwanderung. Du willst einfach das erzählen, was halt irgendwie gerade so passiert, was aktuell ist, was vielleicht auch interessant ist. Irgendwann brauchst du natürlich auch Themen wieder, weil irgendwann gehen dir natürlich die Themen aus, das ist ganz normal. Und es ist einfach super schwierig. Warte mal, wir können den Socklen haben wir auch schon. What the fuck? Wir haben schon alles gemacht, als ob. Wir können trotzdem mal mit Equipment ein bisschen arbeiten, wir brauchen generell mehr HP. Mehr HP ist immer gut. Ja, wie gesagt, das ist. Ich weiß es nicht. Es ist einfach wirklich schwierig. Man kann es irgendwie pauschal echt schwer zu sagen, wann es das Richtige ist, wann man zum Beispiel bestimmte Themen machen soll, oder ob man generell bestimmte Themen machen soll. Weil am Ende ist es halt wirklich einfach so, dass man wird einfach verleitet, dann wirklich Themen anzusprechen, die man eigentlich niemals ansprechen sollte oder nicht wirklich ansprechen will eigentlich auch. Das ist immer so ein bisschen das Problem, weil im Prinzip, man hockt hier allein im Zimmer, so ganz klischeemäßig, nicht gewaschen und so, wie es in RTL dargestellt wird. Nein, Spaß. Natürlich jetzt Ironie, logischerweise. Also. Nein. Und im Prinzip, man hat quasi ja keine Leute, zu denen man spricht, sondern man spricht ja quasi einfach so ein bisschen für sich, als würde man quasi Selbstgespräche führen. Und das ist zwar im Prinzip, es macht es einfacher, jetzt über bestimmte Themen zu sprechen. Nebenbei aber ist es auch eine Gefahr, dass man sich einfach nicht bewusst ist, okay, es hören gerade wirklich Leute zu, man denkt nicht gerade einfach nur laut, sondern es hören Leute zu, die machen sich vielleicht Gedanken. Die lassen sich dann vielleicht davon motivieren, irgendwelche Sachen zu machen. Das Ding ist fast schon ein bisschen strange. Aber ich meine, ihr wisst, was ich meine. Und es ist einfach was wirklich, wo ich mir persönlich nie Gedanken oder schon Gedanken gemacht habe, logisch, aber wirklich viele Gedanken habe ich mir darüber nie gemacht. Und
Es ist wirklich was, wo ich mir in Zukunft definitiv mehr Gedanken machen sollte. Und hier Ding, Thomas mir auch ein bisschen klar gemacht, zum Beispiel, wenn hier durch mich irgendwie hunderte Spieler auf den Server kommen würden, theoretisch. Ich denke mal, bei CWFLIVE aktuell kann man es so sagen, weil der Server einfach nach einer Woche, oder wie viel war es? Nicht mal eine Woche, in ein paar Tagen. Was? 39 fucking End. Oh, come on. Ich brauche eine STA Awake drauf. Neununddreißig End. Was? Ich brauche einen anderen Stick. Ich brauche einen zweiten Stick. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? 39 End auf dem fucking Stick geweckt. Krass, Mann. Es ist eine geile Erweckung, aber es ist. Ich meine, brauche ich die End im Prinzip? Im Prinzip können sie auch canceln, oder? Es gibt ja eh keinen Stuff, kein Stick. Ich habe gerade schon alle Shops durchgeschaut. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Ist es jetzt wirklich ein Ernst? 3 Slots End. Jo. Läuft. Ich will kein 39 End canceln, aber es ist. Ja. Halt mehr Heal ist auch schön und. Egal, ich lasse da unten drauf. Passt. Wie viel kosten hier die anderen Scrolls? Die. Wo ist denn hier der NPC? Wo ist denn hier der. Hier. So, wollen wir noch kurz. Awake Scrolls. Awake Scrolls, Awake Scrolls. Gibt's hier mal keine, okay. Wir haben das Ampli gerade richtig krass ausgenutzt, muss ich schon echt sagen. Peach. River. Ach genau, na gut. Ja, relativ billig. Relativ. Nicht krass billig, aber relativ billig. Wie gesagt, das ist auf alle Fälle. Hier sind auch noch so viele Ents drauf. Das ist eigentlich mega gute Erweckungen, aber ich. Was soll ich denn machen? Ein bisschen HP brauche ich schon, also. Deswegen, ich weiß es nicht. Ja, wie ich schon sagte, 20 STA, das ist ein guter Backman eigentlich. 19 STA, Magic Attack, Physic Defense. Gibt es Speed zum draufwecken? Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung erstmal. Wir sagen genau ein bisschen, glaube ich. Also wie ich schon sagte, es ist ein schwieriges Thema. Es ist schwer zu verallgemeinern oder generell schwer verallgemeinern zu sagen, das ist das richtige Thema, das ist das falsche Thema, wie auch immer. Manchmal weiß ich auch selbst nicht, was wirklich angemessen ist und was nicht angemessen ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, es gibt auch mal diesen inoffiziellen YouTube-Kodex, sag ich mal so, den halt einfach so, nachdem mal halt quasi alle YouTuber halt so gehen, das sind quasi so Dinger wie zum Beispiel, im Prinzip keine politischen Themen, keine religiösen Themen, keine. Was gibt's noch? Keine. Naja, halt so einfach Diskussionen, wo es einfach irgendwie sinnlos und hirnlos irgendwie diskutiert wird und ihr wisst das selbst, wie es mit bestimmten Themen ist. Und ja, das ist auf alle Fälle so ein Ding, wo ich sage, das ist sowas, wo ich mich generell relativ nachrichte, weil ich es auch selbst relativ. Ja, ich sehe es ein, ich merke selbst, dass es halt einfach keinen Sinn macht, darüber zu diskutieren. Weil einfach nichts dabei rauskommt. Und damit meine ich wirklich nichts. Das Revenue ist plus 8, Mann. Was machen wir denn? Wo hauen wir das ganze Geld rein? Wir können so ein Nest reinhauen. Sollen wir ein Nest reinhauen? Oder machen wir schon ein Nest online? Ansonsten switchen wir mal ganz kurz schnell Aufnahme. Logout. Und wie gesagt, auf alle Fälle. Es ist immer schwierig. Man lässt sich auch vielleicht verleiten von bestimmten Sachen, von bestimmten Geschehnissen, von was weiß ich alles. Wenn einfach irgendwas zum Beispiel passiert, letztens oder habe ich mir auch mal aufgenommen und so, dann war halt dieser komische Terroranschlag und so, oder ein Amoklauf oder was das auch immer war in München. Und wo ich mich dann vielleicht einfach auch dazu hinleiten habe, hinreißen lassen, vielleicht über manche Themen ein bisschen deeper zu reden, als ich jetzt vielleicht das Ganze wollte und so. Und
wie gesagt, man vergisst einfach mit der Zeit, dass man halt wirklich dann hier vielleicht viele Zuschauer hat, die quasi das halt dann anders verstehen, als man es vielleicht meint. So, jetzt würde ich mal ganz kurz schon ein Fenster auf, um die Gäste zum Wecken. Genau, dann können wir mal schnell hier ein bisschen erwecken. Habe ich gerade nicht den Ruhekabel? Ja, geht also. So, jetzt haben wir echt ganz viel Geld, also relativ viel Geld eigentlich. Also, ich glaube auch der BP hat noch irgendwie relativ viel Geld von dem her. So, mal schnell hier kaufen. 20. So, jetzt brauchen wir wirklich ordentlich Kritschaden hier. Wie ist der Rest eigentlich? STR, STR, ah, STR, warum ist ein STR drauf? Ich brauche doch Kritschaden, what the fuck? Ja, also wie ich schon gesagt habe, das ist auf alle Fälle, das muss man denken, was ich dann in Zukunft machen will und machen werde. Vorher vielleicht einmal, zweimal, dreimal nachdenken. Und ich kann nur sagen, ich habe auch, glaube ich, in der Vergangenheit vielleicht mal bestimmte Leute so ein bisschen sehr böse angegangen, oder nicht sehr böse, aber halt ein bisschen böse angegangen. Und manchmal ist es einfach nicht mehr als laut denken, was man hier macht. Es ist im Prinzip nie. Nur, ob man sich dann einfach bewusst ist, ob man gerade quasi, oder wenn man, ob man quasi gerade bewusst laut denkt, so in Anführungsstrichen, oder ob man jetzt irgendwie sagt, okay, ich nehme jetzt auf, ich bin bewusst, was ich gerade mache und so. Wie gesagt, der Übergang ist einfach fließend. Und am Ende bin ich mir selbst nicht immer so sicher, ob ich, also manchmal ist es möglichst gerade echt so, dass ich die Aufnahme beende oder generell, wenn ich dann das Render und so, dass ich vielleicht sogar mal anhöre oder keine Ahnung, und wenn ich denke, war das gerade wirklich richtig, war es gerade wirklich sinnvoll, das anzusprechen, sollte ich da vielleicht einen Teil rausschneiden, und ich schneide auch relativ viele Teile raus. Also nicht viele Teile, also oft, ich schneide oft kleine Teile raus, sagen wir so. Und ja, ich glaube, es gibt kein Ding, wo man sagt, okay, das ist richtig, das ist falsch. Übergang ist fließend und das macht es einfach extrem schwer, wirklich da, ja, wirklich auch das den Ball zu behalten. So, ich hätte ganz gerne irgendwie eine ordentliche Erweckung hier. Ich hätte ganz gerne eigentlich viele ordentliche Erweckungen hier drauf. Ich merke schon, es geht wieder ultra viel Geld rein, das Erwecken. Also, gut, ich meine, wenn ich gerade so überlege, im Office kostet, er kostet aktuell. Kostet aktuell eine Cancel 120 Millionen oder so. Der STA. Weißt du, wenn es jetzt STR, ich wär vollkommen zufrieden. Ist eine super Erweckung, aber sorry. Ja, dann einfach Crit-Schaden. Ich meine, Crit-Schaden wäre auch schön. Ja, genau. Geht mir auch immer so. Mach ich auch immer. 8 Cast-Time und dann noch ein bisschen was anderes. Come on. Physic Attack. Magic Attack, Physic Attack, Physic Attack. Ne, Physic Defense, was andere, okay. Na komm. Naja, ich glaube, ich. Natürlich. Physic Attack. Kann man lassen. Nicht sehr gut, aber. Magic Life, was erwarte ich damit auf den Gaunt hier, Alter? Was geht mit mir ab? Ha, ich will jetzt trotzdem Gritschaden, wenn ich drauf habe. LOL. Jo, wir halten, okay. Ja, wie gesagt. Ich glaube, das sind so, oder? Wie viel Attack? Warte, mir muss drei Sockel drauf, what? Und dann muss natürlich erstmal noch ein anderer Sockel drauf, das ist logisch. Das machen wir jetzt noch direkt, also. Warte mal, hat der Ringmaster hier noch, geprotect? Ja, keine mehr, okay, schade. 10 Tries könnten reichen, mal schauen. So, Safe Piercing. Ja, hier, gut, machen das dann ganz chillig. Okay, ich sollte es vielleicht nicht sagen, bevor ich anfange zu zocklen, ich sollte es eher machen, wenn ich fertig bin mit Zocklen. So, ja, ich hab's mir verschrien. So, jetzt machen wir hier wieder den Move, dass wir jeweils immer 10 G-Protect kaufen. So, irgendwelche Einschätzungen? Könnt ihr schon mal in die Kommentare schreiben, wie viel das wir brauchen werden?
Ich sage jetzt mal irgendwo 30 oder so. Habe ich gerade so ein Gefühl. Um die 30, denke ich mal. Bitte mal zwischendurch mal so kleine Mikro klar. So schon mal 20 Fails, das wäre jetzt quasi schon mal der Durchschnitt. Also Durchschnitt von, die Chance liegt bei 5%, das heißt 20 Versuche durchschnittlich. So, ich war mal nur ein bisschen Geld, deswegen bin relativ zuversichtlich, dass das Geld reicht. Ja, ich sage erstmal nichts. So, komm, ich habe gesagt 30 Versuche im Durchschnitt, oder habe ich gerade so ein Gefühl? Ich gebe mal 30 Versuche, ja. Zwei noch und jetzt go. Okay, 30 Fails. Ich weiß nicht, warum ich beim Appen oder Socklen teilweise so viel Pech habe. Tom, wenn abt, dann, jo, dann ist Polen offen. Der wenn abt oder sockelt und so, dann irgendwie, keine Ahnung, 7 Versuche, 4 Sockel oder so, kein Plan. Okay, gut. Ich meine, er hatte mal eine Noxute auf Dragon Cross, der 1200 Versuche braucht auf plus 10. Da hat er auch richtig Spaß. Genauso viel Spaß, wie wir aktuell haben. Ey, come on, das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt hau doch hier mal den kack vierten Sockel raus. So, wir kaufen uns mal 20 Gebotakt. Damit wären wir dann sogar bei 60 Versuchen. Alter. Jetzt kommen wir, jetzt muss hier mal ein Sockel drin sein. Das kann nicht mehr sein hier. Hier sich immer mit 6 Sockeln ist generell krass irgendwie. Ich meine, das habe ich so gekauft für ein Pairing oder so. Wenn ich hier allein sockeln würde oder selbst sockeln würde, Alter, dann. Yay, nach 47 Versuchen. Geht halt fix hier. So, eine Karte habe ich auch keine. Wo ist Ringmaster? Master ist. Ne, hier ist. Warte mal, wo bin ich hier? Hier ist Buggy. So, einmal. So, 27 K-Attack. Das waren jetzt mal schnell fix 2 K-Attack oder über 2 K-Attack mehr, was wir jetzt drauf haben. Von dem her kann ich nur sagen. Ja, das ist wie bei Nummer neu erwecken. Aber nicht jetzt vielleicht, oder? Nee, nicht mehr jetzt. Genau, damit sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFLP.